Ansonsten zeichnet ihr eure Werkplanung immer noch mal neu und nutzt die Pläne des Architekten und Tragwerksplaner nicht. Wie sollen wir hier vorgehen? Oder wäre es sinnvoll, im Vorfeld den Zimmermann mit einzubeziehen? Hast du aus der praktischen Tätigkeit, aus deiner Arbeit, noch einen Vorschlag? Mixed Reality. Wissensaustausch Bauplanung, der Podcast. Heute geht es um das Thema BIM im Holzbau. Und los geht's. Das Thema BIM gewinnt in der Baubranche immer mehr an Bedeutung. Bei Massiv- und Stahlbau werden die BIM-Prinzipien bereits von der ersten Modellerstellung bis zur Ausführung umgesetzt. Die Holzbauer zeichnen schon seit Jahren ihre eigenen Werkstattzeichnungen, welche dem BIM-Standard mehr als genügen. Dennoch kommt es oft zu Prozessbrüchen von der Fachplanung zu ausführenden Firmen. Wie kann man das Thema gerade im Holzbau in den Griff bekommen? Hierzu wollen wir heute mit unserem Gast Cornelius Manns, der Zimmerei Taglieber, sprechen. Herzlich willkommen, Cornelius. Ja, hallo Peter, hallo Michael, vielen Dank für die Einladung für den Podcast. Ja, kurz zu mir, mein Name ist Cornelius Manns, ich bin 34 Jahre alt, bin Zimmerermeister, Fachplaner Holzbau und arbeite bei der Taglieber Holzbau GmbH in Oettingen. Mein Aufgabenbereich ist die klassische Bauleitung, Arbeitsvorbereitung zum Teil und für den Gewerbebau. Genau. Ja, wie sieht bei euch als Ausführende-Zimmerei der Workflow aus? Nutzt ihr das IFC-Format und bringen euch die IFC-Daten vom Fachplaner überhaupt irgendetwas? Wir nutzen das IFC-Format sehr oft, wenn die Planung und die Tragwerksplanung aus dem eigenen Haus kommt oder von Partnern, mit denen wir fest zusammenarbeiten. Ansonsten zeichnet ihr eure Werkplanung immer noch mal neu und nutzt die Pläne des Architekten und Tragwerksplaners nicht, wenn ihr die Fachplaner nicht im Vorfeld kennt. Ja, wie bereits erwähnt, können wir nur die intern geplanten Projekte einlesen und direkt weiterverarbeiten und bearbeiten. Ja, der Tragwerksplaner und der Architekt planen ja die Gebäude oft schon mit die Holzständerwände ein, also jeden Ständer in jeden Raster, und das ist natürlich sehr zeitaufwendig, und ich frage mich halt immer, ist es überhaupt nötig, dass der Fachplaner in diese Detailtiefe gehen muss? Ja, meines Erachtens ist das nicht notwendig, zum Beispiel im Holzrahmenbau bzw. Tafelbauweise jeden Holzständer einzuzeichnen. Ich bin der Meinung, dass die Wandstärken und der Schichtaufbau passen müssen. Die Festlegung der einzelnen Holzständer hängt von vielen Faktoren ab, zum Beispiel wie Wandlänge, Wandstoß, das Plattenformat, Gewicht der Wand, Verschneidung der Ecken, Transportgrößen, Ausführung der Rollladenkästen, Steckdosen, zentrale Lüftungsgeräte und so weiter. Deshalb ist es viel wichtiger, frühzeitig den Wandaufbau bzw. Dachaufbau festzulegen und bereits im frühen Stadium auf die ausführende Firma zuzugehen. Der Tragwerksplaner sollte nur die statisch relevanten Bauteile einsetzen, wie zum Beispiel Stahlteile, Überunterzüge und so weiter. Ich habe schon von anderen ausführenden Firmen gehört, dass zum Start der Ausführungsplanung die Modelle der Fachplaner nicht mehr wirklich genutzt werden. Es muss ein eigenes Modell aufgezogen werden, welches zu den hauseigenen Prozesse passt. Wie könnte man hier umgehen? Ich meine, das hast du ja auch gerade in der Vorgängerfrage beantwortet. Aber wie können wir damit umgehen, um die Planungsschärfe aufeinander abzustimmen? Zum Beispiel, eine Wand beim Tragwerksplaner ist nur noch ein Körper mit Attribute, Holzständer, Länge, Beplankung, was für eine USB-Platte kommt drauf und so fort. In dem Wandkörper werden dann nur noch die Stützen oder Riegel dargestellt, welche aus dem Standardraster fallen. Wäre das denkbar? Beim Architekten würde der Wandkörper durch deren Attribute erweitert und in einem Schnitt der Aufbau beschrieben. Genau, dies ist ein guter Ansatz. Wenn wir die IFC-Datei bekommen mit den richtigen Schichten, können wir diese mit unseren Vorläufen belegen. In den Vorläufen ist dann der Abschnitt der Platte, die Ausnehmung an den Rollladenkästen, der Fensterbankanschluss, die Verankerung an der Bodenplatte oder der Schwerpunkt der Wand- und Nagelabstände festgelegt und können fertig eingegeben werden.
Wir stellen fest, zum Beispiel, wenn der Tragwerksplan auch im 3D-Projekt arbeitet und statisch relevante Bauteile mit Anschlüssen modelliert, sind die möglichen Kollisionen und Überschneidungen bereits ausgeschlossen. Des Weiteren umfasst eine Statik teilweise über 1000 Seiten und wird dadurch unübersichtlich. Wenn wir hierzu natürlich ein Modell haben, in dem die Positionsnummern der jeweiligen Bauteile vermerkt sind, die der Tragwerksplaner gerechnet hat, haben wir eine leichtere und überschaubare Arbeitsvorbereitung. Und warum sind die Wandaufbauten im Tragwerksplanermodell für euch von so großer Bedeutung? Warum sind die Modelle aus Ihrer Erfahrung nicht maßgenau, wie zum Beispiel USB-Plattenfuge oder Putzträgerplatte und so weiter? Ja, der Klassiker ist, dass der Planer, Architekt in Astbauweise und mit einem stärkeren Wandaufbauten rechnet. Wir im Holzbau, zum Beispiel im Holzrahmenbau, haben Wandstärken bei Putzfassade mit Installationsebene von 38 cm oder mit Holzverschalung teilweise 42 cm. Wir gewinnen hier mehr Wohnfläche, da der U-Wert gegenüber dem Mauerwerkswand mit dem Wärmeverbundsystem im Holzbau mit einem langen Bauteil erreicht werden kann. Wie sollen wir hier vorgehen? Das ist ziemlich schwierig. Deshalb ziehen wir in diesem Fall das Gebäude neu auf. Natürlich, wie bereits angesprochen, kommt es auf die jeweilige Ausführung, Details, Fertigung und so weiter der jeweiligen Firma an. Oder wäre es sinnvoll, im Vorfeld den Zimmermann mit einzubeziehen und dessen auf die Produktion abzustimmen, also auf die Wandaufbauten einzuplanen? Ja, dies wäre die Wunschvorstellung und ist leider selten eine Realität. Wird aber in Zukunft meines Erachtens sich verbessern, da die BIM-Planung immer mehr an Bedeutung gewinnt. Natürlich auch der Aufwand, der nötig ist, nach der Wandplanung, die architektonisch alles anzupassen, ist enorm. Die Außenmaße bleiben gleich, doch meistens gestalten sich die Innenmaße anders und nun passt der Küchenplan nicht mehr so, wie er mal ursprünglich geplant war, nach dem Eingabeplan. Hast du aus der praktischen Tätigkeit, aus deiner Arbeit, noch einen Vorschlag, wie man die Arbeit der Fachingenieure und der ausführenden Firmen optimieren kann, damit weniger Verlust in der Planung entsteht? Ganz wichtig ist natürlich die Kommunikation unter allen, die am Projekt beteiligt sind und vor allem die Dokumentation, die festen Terminabsprachen und natürlich klare Aufgabenverteilung. Gleichbleibende Partnerfirmen, festgelegte Details für jegliche Art von Ausführungsvorgaben, unterschiedliche Gebäudeklasse, Schallschutzanforderungen und so weiter. Und natürlich frühzeitig die jeweiligen Fachplaner hinzuziehen bzw. beauftragen. Integrales Planen Hand in Hand. Wenn wir das richtig verstanden haben, reichen den auszuführenden Zimmereien in der Regel Positionspläne. Mit Stützen und Riegelangaben, welche aus dem Raster fallen, wenn es um Holzständerkonstruktion geht. Wie weit müsste die Planung der Elementierung bei massiven BSH-Konstruktionen gehen? Bei den Massivbauten wie zum Beispiel Brettsperrholz, CLT, sind wir meistens bei genormen beziehungsweise sind oft die gleichen Wandstärken. Hier ist aber auch auf die Beplankung bei der Planung zu achten, Brandschutzbeplankungen, Schallschutzanforderungen und so weiter. Wir können die definierte Tragschicht weiter bearbeiten und gegebenenfalls auch trennen, fräsen, schneiden, ausnehmen und so weiter. Vor allem sorgfältige Planung bei der Gebäudeklasse 4 und 5. Teilweise schon heute kann man beim Modellieren verschiedene Hinweise, Verbindungsmittel und Besonderheiten an den jeweiligen Punkten an der Konstruktion vermerken. Somit kann der Vorarbeiter, Bauleiter mit einer Datenbrille wichtige Angaben beim Betrachten des Bauteils einblenden lassen. Winkel, Anforderungen, Leistungsausführung, sowohl in der Vorfertigung als auch auf der Baustelle. Mixed Reality, wenn Realität mit der virtuellen Welt und wertvollen Aspekten kombiniert wird. Ja, das war ein sehr detaillierter Einblick. Als letzte kleine Auflockerungsfrage vor dem Verabschieden wollte ich bloß wissen, gibt es irgendein Einbauteil oder Bauteil oder irgendwas in deiner Tätigkeit, was du am liebsten magst? Ja, wie gesagt, ein wichtiges Bauteil oder Arbeitswerkzeug ist für mich mein Meterstab und dazu gehört natürlich auch traditionelle Kluft. Das hängt mir sehr am Herzen. Ja, vielen Dank für diesen Podcast. Vielen Dank. Danke.